So, der Start von Nico Hülkenberg ist sehr, sehr gut. Schauen Sie mal, wie der da rauskommt. Und dann sofort der Kontakt mit einem der beiden Toros. Das war der, der direkt hinter ihm stand. Das war also... Perez, glaube ich, hatte da, der Perez hatte da, glaube ich, auch noch ein kleines Problem. So, das ist jetzt aus der Cockpit-Kamera. Ja, also da konnte nichts dazu. Das hat uns sehr schlecht gestartet. Der ist jetzt ein Achter. Sainz war der Grund. Achten Sie auf das vierte Auto auf der rechten Seite. Der Mann mit dem grünen Helm, das ist Hülkenberg. Jetzt kommt er durch und da ist der Kontakt. Also, ja, da kann man jetzt nicht sagen, das war dem sein Schuld. Also war die Schuld von Sainz oder die Schuld von Hülkenberg. Sowas passiert am Start. Dumm gelaufen, er ist sehr losgekommen. Der Toro Rosso vor ihm war eigentlich der Grund, warum die Linie wechseln musste, weil er so schlecht loskam. Das war Danny Quert. Und wir sortieren. Rosberg hat den